Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute unboxen wir mal meinen vor einer Woche gekauften Game. Und ich habe es am Wochenende mir geholt. Und vergesst es mit der Woche. Vergesst es. Und ich habe mir das an Samstag geholt. Irgendwo. Ne? Ist ja egal. Und hier ist es jetzt. Von Nintendo Select. Ein neues Format von Nintendo, wie man hier oben auch gut sehen kann. Dann haben wir hier einmal das Logo Sticker Star. Grund, warum ich mir das geholt habe, ist ganz einfach folgende. Ich konnte einfach nicht mehr warten bis Weihnachten und deswegen habe ich mir jetzt erstmal diesen Titel hier geholt. Ich habe mir Color Splash schon bestellt, kommt bald an und ich konnte einfach nicht mehr warten und deswegen, ja, habe ich mir jetzt Sticker Star noch dazu geholt. Bin auch schon recht weit, also ich bin schon in Castle von Welt 1 und rechnet mal, weil ich habe jetzt am Samstag habe ich mir das erst geholt und habe Samstag angefangen damit zu spielen und bin jetzt schon in Castle der ersten Welt. Also, ne, ein Suchti! Nein, ich war natürlich nicht. Und ja, wir haben die Seite jetzt begutachtet, deswegen gehen wir weiter hier mit der Rückseite. Mario rettet die Papierwelt mit der Macht der Sticker. So sieht's aus. Wir haben hier nochmal einmal das original Nintendo-Schild. Hier nochmal alles mit was das Spiel kompatibel ist. Selbstverständlich nicht mit Nintendo DS. Sollte Ihnen klar sein. Und das sollte wirklich jeder wissen. Rausgekommen ist das Spiel hier 2012 und das wusste ich nicht. Ich dachte, das Spiel wäre ein bisschen moderner, aber es ist tatsächlich 2012 rausgekommen. Das hat mich echt ein bisschen gewundert, aber okay. Dann haben wir hier noch einige Screenshots von dem Game selbst. Sehr, sehr schön, sind sehr, sehr vielversprechend, wie ich finde. Hier oben steht nochmal, hat sagt der Tod, hilf mir Mario, ich klebe fest. Kamera still bitte scharf, danke. Und ja, haben wir nochmal Paper Mario oder auch Mario genannt, besser gesagt. Gucken wir einmal rein. Ich muss das immer so gucken, dass das auch alles schön drin ist. Hier Werbung und einmal hier die Anleitung, die wirklich keinen interessiert. Also weg. Ich anleite die Verpackung mal einmal kurz nur kurz zu. Hier die Verpackung von den neuesten Games. Also, ich weiß nicht, ob alle neu sind, aber jedenfalls sind ein paar. Und ja, dann haben wir einmal Super Smash Bros. Mario Bros. 2 habe ich, habe ich auch ein Unboxing zugemacht, auf jeden Fall mal vorbeisehen. Ist aber, glaube ich, schon ein bisschen älter. Super Mario 3D Land habe ich auch ein Unboxing von gemacht. Upsala. Genau wie Mario Kart 7, alles vorherrätig. Also mal unbedingt vorbeisehen. Dann haben wir hier Puzzle & Dragons Z. Ich hatte doch mal eine Demo, aber das Spiel hat mich nicht überzeugt. Deswegen habe ich mir das Game auch nicht geholt. Dann haben wir Yoshi's New Island. Ein Game für den 3DS, was ich mir auch noch überlege zuzulegen. Weil ich spiele Yoshi Games, ehrlich gesagt, an manchen Tagen sogar sehr gerne. Dann haben wir Tomodachi Life. Und das war's. Mehr haben wir nicht vorhanden. Okay. Dann haben wir hier nochmal den Nintendo 3DS in Papierform. Hier ist noch der New 3DS und der New 3DS XL. Ich hätte gern New 3DS oder New 3DS XL, völlig gleich. Aber ich hätte gern einen. Ich hätte auch gern einen moderneren 3DS, aber momentan ist das nicht möglich. Gut, upsala. Ach ja, das Spiel ist ja zu. Das sollte man vielleicht bedenken, aber gut. So, sorry. Dann haben wir hier einmal jetzt das Spiel an sich und da ist auch nichts mehr drin. Langs Unboxing, kurze Rede, kurzer Sinn. Das war mein Unboxing zu Paper Mario Sticker Star. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal für mehr und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.